Guten Morgen. An diesem Video schwätzen wir über öffentliche Unterstützung, die ihr Betrieb kann, wenn es den Coronavirus kriegen. Der Lützeburger Staat bietet verschiedene Lösungen für Firmen, die Schwierigkeiten, wenn es dem Coronavirus stechen. Die Lösungen sind mit der EU-Kommission aufgeschwärmt und gelaufen mit einem geschätzten Budget von 300 Millionen Euro approbiert. Die Mesuren gelten für alle Betriebe und auch für Independenten und Freiberufler. Wen darf die Mesuren am Ausspruch holen? Das sind alle Firmen, die eine kommerzielle, industrielle oder handwerkliche Aktivität betreiben und eine Autorisation d'Etablissement haben. Das sind auch Freiberufler, die vor dem Ausbruch vom Virus als Independent geschafft haben, also zum Beispiel Doktoren, Zahndoktoren, Kinien, Advokaten, Architekten und Journalisten. Worum es geht, die betroffenen Betriebe kriegen vom Staat ein Teil, und zwar 50% von ihren Funktionamentskosten avanciert. Die Avance können sie benutzen, für zum Beispiel Salären, Alloyen weiter zu bezahlen. Dabei muss ich wissen, dass der Avance begrenzt ist, und zwar bei den Salären ob 2,5-mal den Mindestlohn pro Person, und bei den Loyen ob 10.000 Euro pro Monat. Die Avance ist insgesamt ob 500.000 Euro pro Firma begrenzt und muss zu einem späteren Zeitpunkt zurückbezahlt werden. Wie kriegen die betroffen die Hilfe? Der Betrieb oder sein Fiduciär muss ein Demand über den Guichet.lu machen. Der Demand muss bis den 15. August des Steward Obanne sein. Da gibt es eine Reihe Pjessen, die müssen am Dossier dabei sein, den Namen vom Betrieb, der Beweis, dass der Betrieb temporär finanzielle Schwierigkeiten hat, und dass die Schwierigkeiten auf den Coronavirus zurückzuführen sind. Eine Kopie von dem letzten Bilan oder sonst pertinente Finanzdokumente, zum Beispiel eine Kontabilität oder die letzte Steuererklärung. Der Montant von den betroffenen Salärs an- oder Loyerskosten, ein Relevé d'identité bancaire, eine Deklaration, dass der Betroffene nicht für Schwarzarbeit kondamniert werden muss. Man, den vereinfacht erklärt, wie die finanziellen Schwierigkeiten, ob der Virus zurückzuführen sind, zum Beispiel weil ein Umsatz zurückgegangen ist oder Liquiditätsprobleme aufgetaucht sind, an den expliziert, wie der Betrieb die temporären Probleme kann, durch die Staatshilfe Hand zu schließen. Aufgepasst, es gibt Sanktionen, wenn die Betroffenen bewusst falsch oder unkomplett Informationen liefern. Wir helfen unseren Klienten selbstverständlich gerne bei der Demand oder den einen oder anderen Punkt davon, wie zum Beispiel die Plan der Adressen.